Hallo liebe Bierfreunde und Kochfreunde von nah und fern und willkommen bei einer neuen Folge Biersüfflers Kochstunde. Heute machen wir was? Habt ihr am Titel schon gelesen? Heute gibt's ein klassisches Jägerschnitzel mit Pommes. Wir machen das alles selber, Soße machen wir selber und ja, außer die Pommes, die holen wir uns gekauft, den Rest werden wir komplett selber machen, wieder mal mit panieren, mit einer schönen dunklen Soße. Was kann man sagen? Jägerschnitzel gibt es zwei Varianten, einmal die originale mit der dunklen Soße und einmal die etwas abgewandelte Form mit Sahne, sodass die Soße ein bisschen, ja, rahmiger wird, ein bisschen heller wird. Aber wir wollen wie immer Retro-Küche, das heißt klassisch machen, so, ja, wie sich das gehört halt, ne, in der Retro-Küche. Was brauchen wir? Naja, auf jeden Fall ein paar Schnitzel, die sehen so aus. Zum Panieren brauchen wir Paniermehl, die Eier und normales Mehl. Und somit sind die Dinger schon mal fertig. Beilage, wie gesagt, Sättigungsbeilage machen wir hier unsere McCain. Ne, die hatten wir schon mal gehabt. 1979, seit da gibt's die. Lecker, lecker. Schöne Pommes. Passen auf jeden Fall. Ihr könnt aber auch Reis nehmen, ja, oder Nudeln. Früher hat man auch immer Nudeln genommen, aber Pommes gehen schon. Jägerschnitzel, was darf nicht fehlen? Naja, alles, was im Wald wächst und gedeiht. Aus diesem Grund, ganz klar, haben wir hier diese schönen braunen Bio-Champignons, die werden wir grob in Scheiben schnippeln, richtig scharf anbraten, dass sie richtig schön Aroma abgeben und perfekt. Ja, was brauchen wir noch? Für die Soße brauchen wir ein paar Sachen. Da brauchen wir natürlich erstmal die Gewürze. Salz, Pfeffer, Pfeffer schwarz aus der Mühle, einmal normal, bisschen Thymian, Rosmarin, Paprika, edelsüß und ein bisschen Kümmel. Dann brauchen wir 2 Liter, 1,5 bis 2 Liter Brühe, da nehme ich hier diese Gemüsebrühe, da nehmen wir diese hier. Ein kleines bisschen Honig brauchen wir. Wir brauchen Rotwein. Packt euch da mal ruhig eine halbe Flasche mal so beiseite. Wir brauchen Blattpetersilie. Wir brauchen Tomatenmark, ein bisschen Schnittlauch, Knoblauch und Zwiebeln. So, und damit sind wir eigentlich auch schon tatsächlich durch. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ach so, da hinten ist natürlich noch Öl, weil wir müssen es ja auch irgendwie anbraten. Wie machen wir das Ganze? In 3 Steps. Das eine hier ist die Pommes. Das kommt einfach nur, wenn es an der Zeit ist, in den vorgeheizten Backofen rein, bei 200 Grad. 20 Minuten schätze ich. Ach Quatsch, 15 Minuten schätze ich. Werden die Dinger fertig sein. Die sind ja nicht so dick. Beginnen tun wir jetzt gleich als erstes mit der Pilzsoße, mit der dunklen, beziehungsweise mit den Pilzen, dass wir die erstmal anbraten und danach kümmern wir uns um die Soße. Naja, würde ich sagen, fangen wir einfach mal an, nicht so lange rumreden. Ich fange jetzt mal an zu schnippeln und zu putzen und dann sehen wir uns gleich hier an der Herdplatte wieder. Bis gleich. So Freunde, da sind wir jetzt an der Pfanne. Das habe ich jetzt schon mal hier heiß gemacht und jetzt kommt als nächster Schritt als erstes mal ein bisschen Sonnenblumenöl da rein. So, dass die ein bisschen bedeckt ist. Lassen wir mal kurz Temperatur anziehen und da sehen wir schon, da haben wir unsere Champignons, die braunen Bio-Champignons und wirklich rustikal runterschneiden, bitte nicht waschen, sondern einfach nur ein bisschen abpinseln, dass der Sand so ein bisschen weggeht oder die Erde vom Wald und ja, etwa so dick, also ein halber Finger, ne? So ein bisschen rustikaler, früher hat man immer alles ein bisschen rustikaler gemacht. Nicht salzen, nicht wässern, nicht mehlen, also gar nicht so lassen, wie sie sind und ja, hier ist es jetzt schön warm. Und nun geben wir die da mal komplett rein. Vielleicht braucht er auch 2 Pfannen. Mal gucken, ob wir es hinbekommen. Pilze haben ja zum Glück die Eigenschaft, naja, was heißt zum Glück, aber die haben die Eigenschaft, dass die auch schrumpfen tun. Die lassen nämlich Wasser. Ja, guck mal, das passt doch. Wunderbar, rein. Leer. So, und ja. Jetzt lassen wir das Ganze erstmal schön scharf anbraten, ja, dass sie so ein bisschen Biss noch haben. Und dann schalte ich euch wieder ein. Nicht würzen, nicht pfeffern, gar nichts. Wir wollen wirklich das Maximum jetzt aus den Champignons rausbekommen. Deswegen bitte keine Gewürze, kein Wasser. Einfach nur scharf anbraten. Ich zeige euch dann, wenn es fertig ist, wie es aussieht. So, nach circa 5 Minuten sieht das Ganze so aus. Also die haben jetzt noch ein bisschen Biss und wir sehen schon, die sind wirklich krass einreduziert. Jetzt habe ich es von der Herdplatte genommen, habe hier mal einen Esslöffel Mehl genommen und bestäubt das Ganze jetzt mal kurz. Das sorgt später für die Bindung. So, jetzt müssen wir das Ganze mal kurz ein bisschen hier so anschwenken, ohne Temperatur. Und dann geben wir das Ganze jetzt einfach mal in eine Schüssel oder auf einen Teller, sodass wir es beiseite stellen können. Dann machen wir die Pfanne sauber und dann kümmern wir uns mal erstmal um die Soße. So, da sind dann die mehlierten Pilze. Die sind jetzt einfach fertig zum Ruhen. Die kommen einfach später in die Soße rein. Braucht euch nicht mehr drum zu kümmern.
Okay, derweil ist unsere Pfanne wieder sauber und jetzt beginnen wir einfach mal wieder mit unserem Öl. Da machen wir mal ein bisschen rein. So, lassen das Ganze wieder ein bisschen warm werden. Und dann haben wir schon hier einmal grob gewürfelte Zwiebel und einmal unseren Knoblauch. Den Knoblauch würde ich allerdings diesmal ein bisschen feiner hacken. So, einfach mal da reingeben, komplett. Ach, wie viel bleibt immer zurück? So, und dann werden wir das Ganze mal kurz mal ein bisschen anschwitzen. So, das machen wir mal kurz. Das sieht dann so aus. Wenn das dann so aussieht, nehmen wir uns hier mal einen wirklich guten gehäuften Esslöffel Tomatenmark. Geben das da mal rein. So, ich schau mal eben. Da nehmen wir nochmal. So. Ja, vielleicht nochmal einen abgeflachten Esslöffel damit rein und verrühren das Ganze jetzt. Eine kleine Tomatisierung erzeugen wir jetzt. So. Oh, guck mal, das wird schon richtig schön rot. Schön, dass die Zwiebeln. Ja, voilà. Sehr schön. Lassen wir mal kurz und dann hole ich schon mal den Honig. So Freunde, dann ist es an der Zeit mit unserem Honig einfach wie immer schon mal ein bisschen drücken. Ungefähr einen halben Esslöffel, das reicht völlig aus. So. Und auch nochmal schön verrühren. Schön den Honig verteilen, das duftet jetzt auch ein bisschen lieblich schon. So, dann hole ich mal die Gewürze. Als nächsten Step haben wir hier unsere Gewürze. Also, fangen wir mal an. Einmal Salz, einmal ein bisschen Cayennepfeffer, einmal Pfeffer aus der Mühle schwarz, einmal gemahlener Pfeffer, einmal Paprika edelsüß, einmal Kümmel, einmal Rosmarin und einmal Thymian. Etwa so viel, ihr seht es ja von der Menge her. Also nicht mehr als ein halber Teelöffel. Und das mal komplett damit hereingeben. So. Und ebenfalls schon mal mit hier anschwitzen. Das duftet jetzt gleich ein bisschen intensiver. Könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen. Aber das soll so sein. Wir geben jetzt auch noch mal ein paar ätherische Öle ab. So. Mache ich mir das mal alles hier so in die Mitte. So, und dann kommt auch schon der nächste Step, nämlich unser Wein. So, und da geben wir jetzt mal ein bisschen hier hinein. Zischt gleich, Achtung. Und verteilen das Ganze mal ein bisschen. Und lassen das mal kurz ein bisschen reinreduzieren. Dann sehen wir auch schon, die Soße wird dunkel. Das riecht gut. So, warten wir mal kurz, ich schalte euch wieder ein. So, das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Das heißt, die Flüssigkeit ist ein bisschen weg. Das heißt, wir kippen jetzt einfach noch mal ein bisschen Wein da rein. Zischt wieder. So, ruhig ein bisschen mehr. So, wieder umrühren. Und da seht ihr schon, was passiert. Das wird eine richtig schön dunkle Soße werden. So, und gut, jetzt warten wir wieder kurz, bis der Wein so ein bisschen einreduziert ist. Und das duftet, Leute, schaut euch das mal an. Und dann schalte ich euch wieder ein. So, hier müsst ihr jetzt ein bisschen aufpassen, weil ihr seht schon, das verdunstet jetzt der Wein. Nicht, dass euch das Ganze anbrennt. Und nun nehmen wir mal den ersten Liter Gemüsebrühe, Achtung, und gießen damit das Ganze mal auf.
So, hole ich den ganzen Liter da mal rein. So. Zack, drin ist es. Hat sich auch gleich ein bisschen gelegt bzw. beruhigt. So, und nun rühren wir das kurz vorsichtig um. Und dann lassen wir das mal in der Pfanne schön einreduzieren, sodass wir da schön so eine dicke Soße rauskriegen. Ihr könnt euch schon mal einen halben Liter Wasser nochmal mit Brühe aufsetzen für den Fall der Fälle. Aber in der Regel reichen eigentlich hier von der Flüssigkeit her so ein Liter. Ja, müssen wir mal gucken, wie sich's verhält. Gut, Freunde, dann warten wir jetzt einfach mal. Das muss ungefähr 20 Minuten jetzt vor sich hin köcheln. So, die Soße, die ist schon recht gut jetzt nach ca. 35 Minuten einreduziert. Das heißt, wir können jetzt weiterarbeiten. Da haben wir einmal nämlich unsere Kräuter, Schnittlauch und die Petersilie schön klein gehackt. Und das geben wir jetzt mal hier mit rein. So, dann habe ich eine kleine Geheimzutat. Falls ihr es habt, Freunde, noch ein bisschen Gebäck übrig von Weihnachten oder so. Schöner, harter Zimtstern. Nehmt da mal einen halben, macht das so richtig schön fein und das gibt er da noch mit rein. Das gibt noch mal ein bisschen Pfiff in die ganze Geschichte. So, dann rühren wir das mal um. So. Ja, so ein Zimtstern, weil dann schmeckt das Ganze so ein bisschen zimtiger. Also richtig lecker. So. Das Ganze ist sehr schön. Von der Konsistenz gefällt mir das. Und nun kommt noch unser Kandidat, der jetzt gleich die Bindung geben wird. Und zwar unsere Bio-Champignons, die braunen. Die geben wir da jetzt nämlich rein, weil die müssen jetzt noch ein bisschen arbeiten. Hallo? Die müssen jetzt noch ein bisschen arbeiten. Die müssen nämlich Geschmack abgeben an unsere Soße, dass die auch so richtig nach Jägersoße schmeckt. So, das rühren wir nochmal kurz glatt. Dann werdet ihr auch sehen. Seht ihr, da passiert schon was. Da ist die Bindung da. Wie ich es euch versprochen habe, also nicht das Mehl in die Soße, sondern genau auf die Pilze und die Pilze in die Soße. Und dann habt ihr nämlich eine schöne Bindung. So, und das ist die originale Jägersoße. Die ist jetzt fast fertig. Ich sage bewusst fast, weil jetzt müssen die Pilze, wie gesagt, arbeiten. Die müssen jetzt Geschmack abgeben. Das heißt, Minimum 30 Minuten würde ich das Ganze jetzt mal beiseite stellen. Und mal schön noch binden lassen, Aromastoffe abgeben lassen und dann ist es so, wie wir sie haben wollen. In der Zeit können wir uns jetzt schon mal um die Schnitzel kümmern. So, und da sehen wir uns wieder an der Panierstraße. Ganz klar, klassisch erstmal Mehl, mehlieren, dann in das Vollei rein und zum Schluss ins Paniermehl rein. So, da ist unser Fleisch. Machen wir mal Folgendes. Ich werde die jetzt gar nicht großartig plattklopfen oder so. Ich lasse die so, wie die sind. Die sehen gut aus. Und nun ballern wir das Ganze hier erstmal ins Mehl rein. Ich mache mal einen vor, den Rest könnt ihr selber machen. Ist immer der gleiche Schritt beim Panieren. Als erstes Mehl, mehlieren, dass das etwa so aussieht. Noch sind die Hände sauber. Gleich nicht mehr. So. Hier so ein bisschen abschütteln. Oh, das macht schön Dreck hier. So, und dann einmal da rein. Schön ins Ei reintunken von beiden Seiten. So, dass das Mehl komplett bedeckt ist. Hier jetzt auch mal ein bisschen abtropfen lassen. Und dann jetzt hier rüber in die letzte Station rein. So. Nämlich ins Paniermehl. Ein bisschen andrücken. So, dann haben wir so ein richtig schön paniertes Schnitzel. So, mit einer Hand, wisst ihr selber, ist immer ein bisschen doof. Aber ich bin mir sicher, ihr habt zwei Hände und dann geht das alles ein bisschen einfacher. So. Richtig schön randrücken. Dass alles schön paniert ist. Nicht sparsam sein, da könnt ihr ruhig ein bisschen mehr machen. Die in der Industrie machen das auch immer richtig dick, dass das richtig brotig ist. Ja, weil dann saugt sich das auch schön voll und bekommt nochmal Geschmack. So in etwa. So sieht das Ganze dann fertig aus. Ja, richtig schön paniert. Ab auf den Teller. So, und dann gleich der nächste. Aber die mache ich, wie gesagt, jetzt selber. Das habt ihr ja gesehen, wie es funktioniert. Hier habe ich jetzt schon mal unsere Pommes aufs Backblech getan. Schön mit diesem Backpapier. Das macht sich immer ganz gut. Kalkuliert mal ungefähr 18 Minuten ein. Das heißt, ihr könnt jetzt schon anfangen, euren Backofen auf 180 bis 200 Grad vorzuheizen.
hier ist jetzt unsere Soße, die ist richtig schön dunkel, die zieht jetzt da richtig schön ein. Die Champignons, die geben schön Geschmack ab. Und hier sind unsere Schnitzel, die fertig panierten. Das heißt, wir können jetzt schon anfangen, tatsächlich die bei schonender Gartemperatur zu braten. Deswegen, Pfanne ist schon wieder am Start. Machen wir wieder ein bisschen Öl rein. So, dass der Pfannenboden so ein bisschen bedeckt ist, wie gesagt. Das braucht immer ein bisschen mehr, wenn ihr da braten tut. So in etwa. Wunderbar, lassen wir kurz ein bisschen warm werden und dann geben wir die nacheinander rein. Und dann backen wir die so richtig schön knusprig von außen, ja, so goldbraun etwa an. Ich würde sagen, wir legen mal gleich mal einen rein. Dann nehmen wir mal so einen Kavenzmann hier, richtig schön paniert. Sieht dann so aus und dann schön in die Pfanne rein. So, da fängt es auch schon an, Temperatur zu ziehen, da sieht man es. Da blubbert es ein bisschen. So, und dann auch gleich den nächsten. Ich hoffe, ich kriege alle rein, ansonsten nimmt eine größere Pfanne oder zwei. So, na, ich kriege gar nicht alle rein, siehst du? Eins bleibt übrig. Muss ich mal gucken, wie ich das hinkriege. Notfalls machen wir den einen noch extra oder so, das kriegen wir ja hin. Gut, Freunde, ich schalte euch wieder ein, wenn wir hier so ein bisschen, ja, das Ganze mal angebraten haben, ne? Müsst ihr mal so ein bisschen hier stehen, so 8 Minuten, mal gucken, was passiert. So, das Ganze wird langsam goldbraun, wie wir es haben wollen. Das heißt also, hier ist auch jetzt fast fertig. Ich würde sagen, wir stellen die Temperatur mal runter. Der Rest zieht, wie gesagt, nach. Dann sind die schön durch. Merkt es ja selbst, wenn ihr rausfetzt, dann muss man ein bisschen Widerstand haben. Und dann brauchen wir nur noch warten, bis die Pommes fertig sind. Und dann sehen wir uns wieder beim Anrichten. Wir haben es geschafft. So, Freunde, da haben wir es wieder mal geschafft. Originales Jägerschnitzel mit der klassischen dunklen Pilzsoße, Champignonsoße mit Pommes. Ja, so schaut das Ganze aus. Wir sehen richtig schön goldgelb die Panade, schön knusprig. Hier noch ein bisschen Deko drauf, ein bisschen ja, Zwiebelringe rohe und ein bisschen Petersilie. Da sehen wir schön die Soße, also die ist richtig kräftig dunkel, die ist richtig schön einreduziert. Wunderbar. Und unsere Pommes. Ja, Freunde, ich glaube, das kann sich doch wieder sehen lassen, oder? Sieht doch eigentlich wieder richtig lecker aus. Ich bekomme richtig Appetit. Meine Freundin hat auch schon richtig Hunger jetzt. Und ja, wir lassen uns das jetzt gut gehen. Und ja, wie immer gibt es auch noch eine Bierempfehlung. Und zwar, ich würde hier tatsächlich ein ganz klassisches Pils empfehlen. Nicht zu herb, nicht zu lieblich, aber schön schlicht und kraftvoll, also schön aussagekräftig ist, weil das passt natürlich prima zu so einem ja, Waldpilzgericht. Ne? Champignons, wunderbar. Mit den Kräutern da drin, Petersilie, das harmoniert miteinander. Da ist ein bisschen Herbe drin, da ist ein bisschen Herbe. Deswegen gutes Pilz, sollte auf jeden Fall passen. Wer es lieblicher mag, kann natürlich auch hier gerne wieder zum Kellerbier oder zum Schwarzbier greifen. Aber ich würde tatsächlich hier in diesem Fall ein schön anständiges, kräftiges Pilz empfehlen. Gutes Falkenseher, naja, da kann man jetzt drüber streiten. Aber wie gesagt, kann man auf jeden Fall zu benutzen. Ja, viel Spaß beim Nachkochen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.